Gut, gut, gut. Ein paar Sachen nur. Deine Aufschläge springen auf halb an, du rennst immer rein. Ich kann den nicht, wenn er so macht, lang lassen. Nein? Nein. Aber du machst viele Fehler, wenn du rein springst auf den Ball. Ich kann ja, den nicht fallen lassen, da bin ich. Und auf jeden Fall, wenn du feste anziehst in die Rückhand, der kann da nicht lang, der hält ihn immer hält. Du blockst ihn dann. Wenn du von der vorne ziehst, du musst ich weiß auch nicht, warum ich einen kurzen Aufschlag, den dann leer ist, nicht kurz legen kann. Ich bin immer kurz gegen immer halb lang. Ja, versuch früher dran zu gehen oder mach mehr mit der Hand. Ganz wichtig ist, wenn du ihn lang anschubst, er zieht nicht fest, er zieht weiter, ja. Du hältst nur hinweisen. Du hast einen parallel geschossen, lieber Druck und schießen, oder wenn du nicht führen willst, du musst in den Block gehen. Das ist alles, er zieht ihn erst nur an. Wenn du ziehst, das will ich sagen, von der Uhr zum Beispiel, warum ziehst du nicht auf den Anfang mit dem Fahren? Er hält mal einfach diese Feste, dann ziehst du wieder fest und hält ihn hin. Und variier, wenn du zweimal fest hast, ein Bein, danach wieder fest. Okay? Das ist immer parallel. Ein langer Aufschlag.
mit Rückhand ziemlich vereist. Konnte den Ball nicht mehr auf den Tisch bringen.